Ich hatte nie vor, in den Westen zu gehen. Nein, nein, nein. Mir war klar, wir haben hier zwar im DDR-System ein sozialistisches System und mit dieser ganzen Weltanschauung, jetzt wird ein Sozialismus aufgebaut. Damit waren wir, da war ich echt konfrontiert oder habe mich innerlich auch damit auseinandergesetzt. Mit der Frage, was ist, ist das eine bessere Gesellschaftsordnung? Und ja, von daher habe ich gedacht, hier soll man leben oder hier ist unser Platz. Und habe dann auch meine Berufswahl jetzt, dieses Theologiestudium, das war auch mit davon bestimmt, sich klar zu werden, ist das, in welchem Verhältnis steht das und ist das, was ist der richtige Weg, ja, was ist der richtige Weg, was ist die richtige Auffassung von Menschen und kann das funktionieren mit so einem Sozialismus und vor allem hat das was hat das mit dem Atheismus zu tun oder so, ja, wissenschaftliche Weltanschauung, damit wollte ich mich wirklich auseinandersetzen und habe dann hier auch meinen Platz gesehen, ja, hatte überhaupt keine Veranlassung, nach dem Westen zu gehen. So innerlich.